Aber eine vorherrschende Aqida muss dich zweifelsohne zu einem stärkeren, mutigeren, tollkühneren Menschen machen. Und das ist auch der Grund für diese Opferungsbereitschaft, die die Sahaba und die ersten Muslime hatten. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Ein Beispiel, das mich persönlich beeindruckt, ist der Al-Imam Abu Bakr al-Ramli. Habt ihr schon mal was von ihm gehört? Ist auch bekannt als Al-Nabulsi oder Ibn al-Nabulsi. Ibn al-Nabulsi. Aus dem 4. Jahrhundert. Er ist aus dem 4. Jahrhundert, ich glaube gegen 360 oder so ist er gestorben. Das war ein Imam, ein Hafiz, Imam im Hadith und im Fiqh. Er hat gelebt zu der Zeit von Jauhar al-Qa'id. Jauhar al-Qa'id. Jauhar al-Qa'id, vielleicht sagt euch das etwas. Das war in der Zeit zu den Ubaydiyun oder den auch Fatimiyun genannt. Die Ubaydiyun, das war ein schiitischer Staat oder ein Staat der Batiniyya. Ein Batini-Staat. So, Jauhar al-Qa'id, das war der Gründer der Stadt Al-Qahira auch. Im Namen der Ubaydiyun, der Fatimiyun. Al-Hafiz Abu Dharr, rahimahullah, erwähnte, dass die Ubaydiyun diesen Mann, sie hatten ihn festgenommen und er wurde gekreuzigt von den Ubaydiyun und enthäutet. Enthäutet, gekreuzigt und enthäutet und dann hat man ihn ausgestellt. Oder erstmal enthäutet, getötet und dann gekreuzigt. Ad-Daraqutni, der Imam und Hafiz des Hadith, von dem habt ihr sicherlich gehört. Al-Imam Ad-Daraqutni, oder? Der Hafiz Abu Dharr, er sagt, Ad-Daraqutni pflegte ihn zu erwähnen, den Imam, von dem ich gerade spreche, Ibn al-Nabulsi, pflegte ihn zu erwähnen und weinen und sagte, als er enthäutet wurde, las er die Aussage Allah Ta'alas und dies war in dem Buch des Al-Taqdir, der Bestimmung, vorgeschrieben. Als Al-Qa'id, das war der Heeresführer der Ubaydiyun, Jauhar al-Qa'id, der Heeresführer der Ubaydiyun, als er ihn verhaftete, guck mal, was der Verhaftungsgrund war. Als er ihn verhaftete, sagte er zu ihm, ich habe mitbekommen, dass du sagtest, wenn jemand 10 Pfeile besitzt, 10 Pfeile, dann muss er 9 davon auf die Ubaydiyun schießen und einen auf die Römer. Und dann sagte er, nein, das habe ich nicht gesagt. Was hat er wohl gesagt? Hat sich rausgeredet. Er hat gesagt, ich habe gesagt, wer 10 Pfeile besitzt, der muss 9 auf euch schießen und den 10. auch auf euch. Auf jeden Fall, er wurde dann für diese Aussage wurde bestraft. Er wurde geschlagen. Und anschließend befahl man einen jüdischen Hofsdiener, dass man ihn enthäutet. Ihr wisst, was enthäuten ist. Lebendig die Haut vom Körper reißen. Und er begann dann damit, vom Kopf hat er begonnen. Und die Chroniker erwähnen, dass der Imam dabei geduldig verharrte und Allah Ta'alas gedachte. Und Ayat aus dem Koran rezitierte, bis er dann der Jude an seine Brust ankam, da hat er sich seiner erbarmt und hat ihm ein Dolch ins Herz gerammt, um ihn zu töten. Das ist Geduld.